Hallöche, guten Morgen. Der Erklärbär heute wieder aus dem Garten mit ohne Ohr. Ich erzähle euch mal heute einen Witz, weil man einfach danach ist. Weil ich habe jetzt schon ein bisschen was geschafft im Garten, mit Beton rumgemacht. Und jetzt habe ich Lust, euch einen Witz zu erzählen. Der Fritzl kennt ja jeder. Fritzl hat zu Weihnachten eine shiny Lokomotive gekriegt. Also eine schöne Lokomotive auf Deutsch. Der baut sie auch gleich auf, weil er sich schon ewig drauf gefreut hat. Baut die Schiene auf, setzt die Lok auf die Schiene drauf, die ganze Waggon setzt er auf die Schiene drauf, erste Klasse, zweite Klasse. Und dann geht's auch schon los, weil der Vater hat ihm auch so eine Schaffner Windkelle und eine Pfeife gegeben, damit er ordentlich den Zug abfahren lassen kann. Und dann geht's auch schon los. Fritzl sagt so: Hauptbahnhof Mannheim, alle einsteigen. Die großen Arschlöcher vorne einsteigen und die kleinen Arschlöcher hinten einsteigen. Zug fährt los. Vater denkt: Hä? Hab ich eben richtig gehört? Das hat er gerade eben gesagt. Geht halt ins Zimmer hin, horcht, was der Fritzl da sagt. Fritzl sagt dann: So! Achtung, Zug fährt ein, Hauptbahnhof Heidelberg. Alle Arschlöcher bitte aussteigen. Der Vater: Das kann ja nicht sein, was soll denn das? Ich hab dem ja nicht Eisenbahn geschenkt, damit er so einen Blödsinn macht. Geht halt ins Zimmer und sagt: Fritzl, hör schon mal zu. Ist in Ordnung, dass du spielst mit der Eisenbahn, finde auch super. Aber so Sachen zu sagen, das geht nicht, das muss er bitte lassen, ja. Das gehört ja nicht zum Spiel dazu. Also er muss das schon richtig machen. Er muss sagen, halt Fahrgäste einsteigen und Fahrgäste aussteigen. Und nicht als was anderes betiteln die Leute, ja. Ja, ja, sagt der Fritzl. Ja, macht er, macht er. Vater geht wieder raus, Fritzl spielt weiter. Achtung, Achtung, Heidelberg, Hauptbahnhof. Bitte alle großen Arschlöcher vorne einsteigen und die kleinen Arschlöcher hinten einsteigen. Zug fährt ab. Der Vater denkt: Sag mal, ich habe doch gerade eben mit ihm gesprochen, dass das nicht geht, dass er das bleiben lassen soll, ja? Geht halt noch einmal rein, erklärt zum Fritzl noch einmal, sagt er: Arsch zu, Fritzl. So Sachen wie A-Loch kannst und darfst nicht sagen, weil das ist so eine Beleidigung gegenüber den Fahrgästen. Also du musst es schon richtig spielen, ne? Sonst macht es da keinen Sinn. Und Fritzl: Ja. Er hat es verstanden. Und der Vater: Ja, also ich sag dir eins. Wenn ich noch einmal sowas höre, dann muss ich da 2 Stunden Spielverbot erteilen. Und dann mach ich dir mal Gedanken drüber. Ja? Und Fritzl denkt: Okay, was soll's. Macht er weiter. Vater geht wieder raus. Denkt sich: Ah, ich höre lieber mal, ob er wirklich jetzt richtig spielt. Nicht, dass er wieder Blödsinn macht. Kaum war der Vater draußen, sagt der Fritzl: Achtung, Achtung, wir kommen jetzt an am Hauptbahnhof Neckargemünd. Bitte alle Arschlöcher aussteigen. Vater geht ins Zimmer, sagt: Hörst zu, Fritzl. So geht's nicht weiter. Ab raus. 2 Stunden Spielverbot. Ne? Dann machst du mal Gedanken, was du hier immer sagst. Und dass das halt so nicht geht. Und wenn du dann Gedanken gemacht hast, dann überlege ich mir, ob ich dich weiterspielen lasse. Ja? Okay, Vater sperrt ihn 2 Stunden lang aus dem Zimmer. Fritzl sitzt im Wohnzimmer, macht sich Gedanken, guckt ein bisschen Fernsehen, guckt sich Eisenbahnfilme an. Die 2 Stunden sind rum. Vater kommt wieder ins Zimmer, sagt: Oh, hörst du, 2 Stunden sind jetzt rum. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass das, was du da die ganze Zeit sagst, wie du spielst, dass das nicht korrekt ist und dass das so nicht weitergeht? Sagt der Fritzl: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht und es war halt blöd. Hätte nicht sein müssen. Das hat alles nur zu unnötigen Verzögerungen geführt. Hätte man auch normal machen können. Sagt der Vater: Okay, wenn du es verstanden hast und einsiehst, alles kein Problem. Kannst ja wieder ins Zimmer gehen, spielst halt einfach weiter. Fritzl geht neu, Neckargemünd Bahnhof, da wo wir waren. Vater steht immer noch draußen, lauscht. Fritzl sagt: So, Neckargemünd,
Große Arschlöcher vorne einsteigen, kleine Arschlöcher hinten einsteigen. Wegen dem Arschloch, da draußen haben wir 2 Stunden Verspätung.